ihre Vertreter Strack-Zimmermann und Co. überhaupt kein Interesse daran haben, dass Frieden ist, weil ich sag's immer wieder, Frieden ist eine Kriegserklärung an die Rüstungsindustrie. Und wenn man sich unser Budget mal anguckt, dann reden wir ja immer von 2% BIP, ja, aber was bedeutet das im Bundeshaushalt, wie viel Geld das ist? Und du hast es ja neulich auch gesagt, was so ein Abschuss einer Tomahawk oder so kostet. Das ist ja irre, was das kostet. Millionen. Und dafür wird Geld ausgegeben. Aber das Geld landet irgendwo. Ja, das Geld landet irgendwo. Und deswegen, wenn wir von Solidarität sprechen, wenn wir von Solidarität sprechen, ja, dann bedeutet das, dass unser Geld, das Geld, was Menschen hier erarbeitet haben, dass wir dieses Geld nehmen, um es in eine Rüstung zu stecken, die am Ende amerikanische Rüstungsgüter verkauft. Und diese Rüstungsgüter sind nicht dafür gedacht, um den Dialog zwischen Völkern zu machen, sondern um das Faustrecht durchzusetzen. Und das ist das große Spiel. Und deswegen, was wir hier machen und worüber wir reden, ich finde auch Roger Köppel super geil, ja, das ist alles ganz lustig, aber es bringt nichts, wenn du dich nicht aus dem herauslöst. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal Folgendes sagen. Neulich hat ja die Weltwoche ihren 90. Geburtstag gefeiert und Roger Köppel hat ja eingeladen in Zürich, unter anderem war ja Viktor Orban da. Und man möge sich mal dessen Rede dort anhören. Das ist etwas vom Klügsten, was ich seit langem gehört habe. Ich erinnere mich zuletzt an eine Rede von Weizsäcker 85. Das ist derart klug und derart schlau. Ich denke, komisch, der wird bei uns ganz, ganz anders dargestellt. Und das ist genau der... Ja, man fragt sich, warum Gonzalo Lira beispielsweise, als er aus der Ukraine fliehen wollte, also der Journalist, der vor kurzem in Ukraine scharf verstorben ist, warum der in Ungarn Asyl beantragen wollte. Vielleicht, weil die Meinungsfreiheit in Ungarn gar nicht so sehr eingeschränkt wird, wie das in unseren Medien erzählt wird. Beziehungsweise gar nicht mal so viel mehr als in anderen westlichen Ländern. Der Punkt, wir machen hier in Europa eine amerikanische Außenpolitik und die ist auf Krieg gebürstet. Die ist gegen europäische Interessen, die ist auch gegen das, was wir gelernt haben sollten, nie wieder Krieg, sondern die sagt eben, wir müssen das tun, wir sind die Guten und die anderen sind alle amoralisch. Und deswegen diese ganzen neuen Parteien, alles schön und gut. Wenn wir nicht die ökonomischen Mittel bekommen, indem wir diesen militärisch-industriellen Komplex zerschlagen und indem wir als Bürger sagen, wir geben das Geld für die Rüstung nicht mehr aus, machen wir nicht mehr, wir brauchen es woanders. Und deutsche Soldaten gehören nach Deutschland an die Grenze und nicht mehr out of area, weil das ist genauso ein Ressourcenerkämpfen, wie das Adolf Hitler gemacht hat. Und erkennen, dass wir nicht moralisch gut sind, sondern dass wir gierig sind. Man verkauft uns das immer, das sei Gott gegeben. Wenn wir damit nicht endlich aufräumen, und das ist das, was die Intellektuellen leisten sollten, sich an die eigene Nase fassen, wenn wir damit nicht aufräumen und verstehen, dass die heutige multipolare Welt nur im komplexen Dialog miteinander überleben kann, weil wir sind zu hoch bewaffnet. Wenn sie das nicht verkaufen, endlich können, dann ist es eben nur so, ja, wie viel Punkte macht Herr Krall gegen Frau Wagenknecht und da kommt noch die AfD. Ja, genau, aber das kann nur eine neue Partei schaffen. Also das kann nur eine neue Regierung schaffen. Also wir Bürger, wir können vielleicht für Sachen demonstrieren, wir können die Regierung vor uns hertreiben. Wir sehen ja, dass Proteste wie bei den Landwirten gerade Erfolg haben, also dass die Regierung da sogar teilweise einknickt, wenn sie sich mit Gegenwind konfrontiert sieht. Aber letztlich, also die Rüstungsindustrie verstaatlichen, das muss der Staat machen. Da braucht man eine Regierung, die das durchsetzt. Und kann sein, also dass jede Partei mit der Zeit korrumpiert wird. Aber solange eine Partei nicht korrumpiert ist, solange muss man sie wählen, solange muss man sie unterstützen und solange muss man sich dafür einsetzen, dass sie eben die Politik wieder zum Guten verändert. Und wenn diese Partei dann degeneriert ist, wenn sie halt ihre Aufgabe nicht mehr erfüllt, ja, dann stirbt die Partei ab und es gründet sich vielleicht eine neue. Wir sehen das ja gerade bei der Linkspartei. Die Linkspartei gerät zugrunde und das Bündnis Sahra Wagenknecht steigt auf. Aber wir brauchen Parteien, um in unserer Demokratie letztlich irgendwie voranzukommen. Und andere Mittel haben wir nicht. Also wie gesagt, man kann Demonstrationen machen, aber damit kann man nur das Schlimmste verhindern. Also wir haben ja nicht Volksabstimmungen wie in der Schweiz, dass wir Petitionen anreichen könnten, ja, wir wollen aus der NATO austreten oder ja, wir wollen Rheinmetall verstaatlichen. Das geht ja nicht. So eine Mittel, die gibt es in Deutschland leider nicht. Das ist ja das Riesenproblem. Aber im großen Spiel hat das überhaupt keine Bedeutung, weil die, über die wir hier gerade geredet haben, das sind Figuren auf einem Schachbrett. Aber wie sie eingesetzt werden, welche Position sie haben, das bestimmen sie nicht. Das hängt davon ab, geografische Lage, ökonomische Leistung und Gefolgschaft. Und das bestimmt der Player. So, und nicht einer von diesen Spielen. Und das muss man mal verstanden haben. Und wir haben nur eine Chance, wenn wir das Spiel verstehen und sagen, mit welchem Player wollen wir zusammenarbeiten? Und zwar mit einem Player, der verstanden hat. Beim Schach gewinnt man nicht, indem man den anderen Spieler erschießt, sondern man gewinnt das Spiel und spielt neu. Das ist mein Monolog dazu. Was du jetzt sagst, ist wirklich der Kern einer neuen Aufklärung, eines neuen freien Denkens. Sie jetzt mal so zwischendurch angemerkt. Das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nita Dehm redet relativ langsam,
sucht mal wieder nach neuen Worten und Kayvan Sofisiyavash, der redet wirklich wie ein Wasserfall. Also ich könnte den beiden wirklich einen ganzen Tag zuhören, zumindest wenn sie über dieses Thema hier reden. Also da weiß Kayvan Sofisiyavash auch wirklich relativ viel. Also das ist ja wirklich angenehm, ihm zuzuhören. Und Dieter Dehm, der dann diese Fragen so einwirft, der dann relativ ruhig spricht, der ist da ein angenehmer Ausgleich. Also ich finde, die beiden harmonieren gut. Weil es auf ökonomische Interessen geht, dass man alles, was man diskutiert, immer mit der Frage follow the money, cui bono, wem nützt es, ausstattet und mit den Dieter, ökonomischen du hast ja Egon Bahr noch kennengelernt, ich nur von Interessen. Weitem. Und er hat es ja auf den Punkt gebracht. Es gibt Demokratie und Menschenrechte, das ist alles Quatsch. Vergessen Sie das, wenn man das Ihnen irgendwie im Unterricht erzählt. Es geht nur um Interessen von Staaten. Das wäre ehrlich. Und das Interesse von einem Staat im Sinne. Das Originalzitat lautet, glaube ich, sobald ein Politiker von Werten redet, anstatt seine Interessen auf den Tisch zu legen, wird es höchste Zeit, den Raum zu verlassen. So ähnlich ist das Zitat von Egon Bahr. Von, wenn ich sage, okay, Kapitalismus ist auch ein Geschäftsmodell, das Interesse muss sein, dass der andere überlebt. Warum? Ja, Weil sonst kann ich kein Geschäft mehr machen. Und natürlich, das na geht klar. immer. Das ist Es genau. geht immer. Aber ich Es will geht nur nur darum, dass man eben, einmal. man muss ja gierig bleiben, aber für den anderen muss so viel bleiben, dass er leben kann. Und da, Ja. an dieser Schraube müssen wir drehen. Ja, das ist ein sehr kluger Gedanke, der übrigens alle Diplomatie beseelt. Vielleicht nur, damit das nicht gleich wieder in so einen kleinen Mini-Adlon-Gate hier ausartet. Du hast natürlich überhaupt nicht gesagt, und ich sage das nur einfach, und wenn ich jetzt das falsch wiedergebe, dann widersprich mir, dass du irgendwie, als du auf die Ursache des Hamas-Überfalls gekommen bist, das relativiert hast und du hast das gemacht, was auch Guterres, der UN-Generalsekretär, gesagt hat. Er sagt, das ist nicht im luftleeren Raum passiert. Du hast ihn sogar wörtlich zitiert. Konflikte haben eine Vorgeschichte. Das ist Putin-Propaganda, das ist islamistische Propaganda, das ist, ach Gott. Also, ja, Dieter Dehm spricht gerade diesen ziemlich absurden Punkt an. Also mittlerweile wird ja sogar der UN-Generalsekretär in die komische Ecke gerückt, wenn er einfach nur auf die ganz banale Tatsache verweist, dass jeder Konflikt eine Vorgeschichte hat. Und das ist das Problem. Du sagst etwas und es wird dir dann medial im Munde herumgedreht. Du bist ja da auch gebranntes Kind, so wie ich auch. Ich will dir dann ich will dir auch deutlich deutlich nochmal sagen, kleinen Moment, kleinen Moment. Das ist ja zum Beispiel, wenn die Französische Revolution, da werden die 200 Jahre ausgeblendet, wo sich Fürsten im Absolutismus Frankreichs, wenn sie im Winter an den Händen gefroren haben, die Bäuche ihrer Leibeigenen aufschlitzen konnten und sich im warmen Blut die Hände wärmen. Der ganze Terror des Absolutismus wird ausgeblendet. Da wird nur die Guillotine gesehen. Ja, der konterrevolutionäre Terror wird ausgeblendet. Also, dass die Jakobiner ja auch nicht im luftleeren Raum an die Macht gekommen sind und dass der jakobinische Terror gewissermaßen eine Reaktion war auf die ganzen konterrevolutionären Bestrebungen. Frankreich befand sich 1793 im Bürgerkrieg und im Krieg gegen alle anderen europäischen Mächte. Ein Krieg, den die Jakobiner nicht wollten, den aber die Girondisten wollten. Andere Geschichte. Schaut euch dazu die zwei Podcast-Folgen von Fabian Lehr an. Der hat die Französische Revolution relativ gut zusammengefasst. Also das wird alles nicht erwähnt, sondern die Jakobiner werden heute als böse dargestellt und dann die anderen gemäßigten liberalen Kräfte, die eine konstitutionelle Monarchie werden, die als die Guten, obwohl die auch ihre Gegner haben hinrichten lassen, obwohl auch die Thermidor-Reaktion jetzt nicht aus Demokraten bestand. Und später bei Napoleon, da würde einem ja auch jeder zustimmen, dass das jetzt auch kein Demokrat war, also dass alle Fraktionen in der Französischen Revolution ihre Gegner haben ermorden lassen. Die Zeit des Terrors und die Zeit, dass bei der Französischen Revolution eben auch viele unschuldige Menschen umgebracht worden sind. Das soll nicht heißen, dass man das relativiert, weil wir wollen natürlich, wenn wir den industriellen, also den militärisch-industriellen Komplex zerschlagen, das so demokratisch und friedlich wie überhaupt nur möglich machen. Das wird nicht für die Zukunft fortgeschrieben als ein Freibrief oder die Oktoberrevolution. Da wird nicht gesagt, was unter dem Zarismus für wirklich Hunderte von Millionen auf den Schlacht. Ja, man muss ja gar nicht auf, so dass Dieter Dehm jetzt immer auf Absolutismus und Zarismus geht, das reicht ja schon, auf die provisorische Regierung zu gehen. Also die hätte sich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Richtung Faschismus entwickelt. Ich meine, die weiße Gegenregierung unter Koltschak, die war ja schon so eine protofaschistische Regierung. Also die hat ja über, also das war eine Militärdiktatur, die jeden, der anderer Meinung war, hat umbringen lassen.
Es gab in Russland ja massiven weißen Terror. Also wenn in Russland die Weißen gewonnen hätten, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich keine bürgerliche Demokratie, sondern eine faschistische Diktatur gewesen. Also das war damals die Alternative zu den Bolschewiki. Das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Also das heißt es wahrscheinlich wieder, ich relativiere die Bolschewiki. Ich meine, das Dieter Lehm kommt hier mit sehr alten historischen Beispielen, über die bei vielen Menschen wenigstens etwas Vorwissen vorherrscht. Aber ja, auch da zeigt sich, dass das eine Vorgeschichte hat und dass man das alles in historischen Kontext sehen muss. Dass das alles nicht im luftleeren Raum entstanden ist.